Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in diesem Video stelle ich euch die allerbesten Mods vor, die ihr unbedingt in eurem Spiel braucht, wenn eure Sims schwanger sind. Mit diesen Mods wird die Schwangerschaft nämlich bedeutend emotionaler und einfach viel realistischer. Ihr braucht diese Mods. Und es geht jetzt auch direkt los mit der ersten Mod, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist das die Pregnancy Overhaul Mod von Little Miss Sam. Das ist eine relativ kleine Mod, aber nichtsdestotrotz finde ich sie einfach super. Wir sehen hier unsere Anja vor uns, die gerade in ihrem Garten ist und Yoga macht. Und Leute, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr Sims schon ein bisschen länger spielt, wisst ihr, dass Sims, wenn sie schwanger sind, eigentlich nur bestimmte Haltungen einnehmen können, wenn sie denn Yoga machen. Und beziehungsweise generell eben eigentlich nicht wirklich sportliche Aktivitäten machen können. Anja kann das. Aber dank dieser wundervollen Mod. Mit der Pregnancy Overhaul Mod können eure Sims im ersten und zweiten Trimester Sport machen, was ich super realistisch finde, denn wenn medizinisch nichts dagegen spricht, könnt ihr natürlich auch in der Schwangerschaft Sport machen. Und ja, mit dieser Mod ist das dann eben möglich. Eine weitere Sache, die mit dieser Mod kommt, ist, dass der Babybauch wesentlich kleiner ist, wie ihr vielleicht feststellen könnt. Anjas Babybauch ist bedeutend kleiner, als er es wäre ohne Mod, was ich auch super realistisch finde, denn ja, also im ersten Trimester. Ist der Babybauch einfach noch nicht so riesig. Und deswegen finde ich auch das einen schönen Aspekt, der die ganze Schwangerschaft noch mal ein bisschen realistischer macht. Anja ist jetzt fertig mit dem Yoga und ist gerade reingegangen zu ihrem Mann Deacon, denn aktuell hat sie natürlich kein anderes Gesprächsthema als diese Schwangerschaft, die sie jetzt eben gerade hier austrägt. Sie freut sich auf das Baby, sie hat ganz viele Gedanken im Kopf, die sie mit ihrem Mann teilen möchte. Und das können wir jetzt tatsächlich auch in Sims machen. Und zwar mit der Relationship and Pregnancy Overhaul Mod. Mit diesem neuen Überpunkt, Beziehung, Familie und Schwangerschaft, haben wir nämlich jetzt wesentlich mehr Möglichkeiten, mit ihrem Mann über die Schwangerschaft zu sprechen. Wir können zum Beispiel jetzt hier Schwangerschaft und Familie anklicken und dann kann sie sich zum Beispiel einfach nur für die Schwangerschaft begeistern. Das ist so eine Kleinigkeit, also das ist jetzt kein wesentlicher, krasser Einschnitt irgendwie in das Spiel, aber es ist einfach so eine Kleinigkeit, die das Ganze ein bisschen realistischer macht. Die beiden unterhalten sich dann eben einfach und reden dann über das neue Kind, über das, was eben auf die beiden zukommt. Ich finde, das ist halt einfach so ein süßer Aspekt, der dann dazu kommt und der das Ganze eben auch noch mal viel realistischer macht und dafür sorgt, dass man sich einfach viel besser in das Ganze einfühlen kann, in diese Vorfreude, die Anja und Deacon jetzt haben, dass sie eben bald Eltern werden. Eine weitere Funktion dieser Mod sehen wir jetzt gerade hier. Anja geht es nämlich richtig, richtig schlecht. Sie fühlt sich ganz schlecht, weil sie Morgenübelkeit hat. Und außerdem hat sie das Verlangen nach gesundem Essen. Also eure Sims können nämlich jetzt auch Gelüste nach bestimmten Essenssachen haben. Also es können auch süße Sachen sein. Manchmal haben die auch Lust, irgendwie was Süßes zu essen oder so. Und das kommt ebenfalls mit der Relationship and Pregnancy Overhaul Mod, was die Schwangerschaft natürlich dann eben auch nochmal realistischer macht. Was darüber hinaus mit dieser Mod auch theoretisch möglich wird, ist die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs. Also, wenn ihr eine Story spielt, in der das Ganze gut passen würde, weil der Sim sich absolut nicht vorstellen kann, schwanger zu werden. Ich hatte ja in meinem Kinderwunsch-Video schon gezeigt, dass es eben möglich ist, dass die Sims einen Kinderwunsch haben. Und wenn sie dann eben wirklich überhaupt keine Kinder wollen, wenn die Umstände einfach so sind, dass sie kein Kind großziehen könnten, gibt es diese Möglichkeit. Das ist eine optionale Möglichkeit. Ihr müsst das Ganze nicht machen, aber ihr könntet jetzt theoretisch eben diese Schwangerschaft auch abbrechen. Es gibt jetzt hier unter Schwangerschaft und Familie die Möglichkeit, gehen Sie zu einer Abtreibung. Wenn ihr eben auf euren Sim klickt, dann müsst ihr 500 Simoleons bezahlen und hättet dann eben diese Schwangerschaft beendet. Das kann ein Trigger-Thema für den einen oder anderen sein, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Ich möchte euch damit nur sagen, es gibt diese Möglichkeit, wenn ihr damit spielen wollt, könnt ihr diese Option mit in euer Spiel nehmen. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr das aber auch nicht machen. In der Relationship and Pregnancy Overhaul Mod ist es so, dass ihr nur bestimmte Add-ons eben eurem Spiel auch hinzufügen könnt. Wenn ihr mit bestimmten Dingen eben nicht spielen wollt, könnt ihr sie auch einfach rauslassen. Das ist zum Beispiel auch relevant für das nächste, was ich euch in diesem Kontext vorstellen möchte, und zwar die Möglichkeit, dass euer Sim
eine Fehlgeburt hat. Also diese Möglichkeit habe ich zum Beispiel nicht in meinem Spiel, weil ich habe einfach Angst, wenn ich Storytelling mache hier auf YouTube, dass ich damit wirklich Leuten sehr, sehr weh tue, wenn sie das eben sehen in meinem Spiel, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Trigger-Thema für einige Leute. Und deswegen habe ich diese Option nicht in meinem Spiel. In meinem Spiel habe ich eben nicht die Möglichkeit, dass meine Sims eine Fehlgeburt erleiden können. Auch wenn ihr euch das ab und zu mal wünscht in meinen Videos, aber ich möchte das wirklich nicht, weil ich da einfach zu sehr Angst habe, dass das Leuten wehtut. Ich weiß, bei Sims ist es generell so, dass Dinge eben triggern können. Es kann auch jemanden triggern, wenn ein Sim sich in einen anderen verliebt oder obwohl er verheiratet ist oder wenn eben eine Ehe kaputt geht oder so. Das können alles Trigger-Thema sein, das weiß ich, aber gerade das Thema Fehlgeburt, finde ich, ist wirklich ein extrem emotionales Thema und da möchte ich einfach das Ganze nicht in meinem Spiel haben. Wenn ihr aber selber sagt, so, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, ich spiele sowieso nicht auf YouTube, mein Spiel sieht sowieso kaum jemand und mir ist das egal, was heißt egal, man fühlt ja trotzdem ein bisschen mit seinen Sims mit, aber wenn ihr das eben drin haben wollt, könnt ihr eben auch diese Option eurem Spiel hinzufügen. Eine Sache, die ich euch von der Mod auch noch zeigen möchte, befindet sich hier in den globalen Relationship and Pregnancy Overhaul Einstellungen. Und zwar könnt ihr da einmal runterscrollen, bis ihr zu den Pregnancy Tweaks kommt. Und dort könnt ihr dann zum Beispiel sowas wie den Schwangerschafts-Walk-Style ausschalten. Also ihr könnt dann zum Beispiel machen, dass eure schwangeren Sims nicht immer mit diesem gebeugten Rücken eben laufen. Wenn ihr sagt, das stört euch, das wollt ihr nicht, dann könnt ihr das eben hier in den Einstellungen ausschalten. Ihr könnt hier generell viele Dinge noch umstellen, die euch vielleicht nicht gefallen, auch zu der Dating-App, die eben auch mit der Mod kommt. Und da habt ihr eben viele Möglichkeiten, das Spiel so anzupassen, wie es euch eben gefällt. Wie gesagt, alle Add-ons von der Mod sind komplett freiwillig. Ihr könnt euch das ins Spiel holen, was ihr wollt. Das Einzige, was ihr eben ins Spiel holen müsst, sind die Basis-Mods, also die zwei. Und dann könnt ihr alles euch eben ins Spiel holen, was ihr haben wollt, was ihr eben nicht haben wollt. Und die kleinen Add-ons, sage ich mal, die ich euch jetzt hier im Kontext der Schwangerschaft vorgestellt habe, sind auch nur ein Bruchteil davon. Also mit der Mod kommt zum Beispiel auch noch eine Dating-App und so weiter. Da möchte ich jetzt aber nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil in diesem Video soll es ja, wie gesagt, um Schwangerschaftsmods gehen. Die Realistic Childbirth Mod ist eine meiner allerliebsten Lieblingsmods geworden. Mit dieser Mod geht es unter anderem eben um die Geburt, die ja in diesem Video noch gar nicht thematisiert wird. Nichtsdestotrotz haben wir auch in diesem Video, wenn es nur um das Thema Schwangerschaft geht, auch schon einen Vorteil durch die Mod, denn wir können zum Ultraschall gehen, Leute. Und wir können tatsächlich sogar mitgehen. Es ist kein Rabbit Hole. Euer Sim geht nicht einfach weg und ist verschwunden und kommt mit einem Ultraschallbild zurück, sondern wir gehen wirklich aktiv ins Krankenhaus. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das geht. Dafür müssen eure Sims erstmal ihr Telefon rausholen. Ihr müsst hier auf Haushalt klicken, dann Geburtshelfer anrufen und wenn euer Sim das dann eben gemacht hat, dann könnt ihr euch hierfür mache eine Ultraschalluntersuchung entscheiden. Diese ganzen Sachen schauen wir uns später an, wenn es um das Thema Geburt geht. Jetzt wollen wir erstmal eine Ultraschalluntersuchung machen und wir machen jetzt hier einmal los geht's. Und dann können wir noch Deacon auswählen, weil Deacon soll natürlich mit zur Ultraschalluntersuchung gehen. Und dann können wir gleich das ein oder andere über unser Kind erfahren, das da eben in Anjas Bauch heranwächst. Und ich bin sehr gespannt. Wir sind jetzt hier im Krankenhaus von Willow Creek. Und das ist das Standardkrankenhaus, was es von Sims eben so gibt. Ich fand das jetzt ganz gut, dass ich euch das einmal unter realistischen Bedingungen zeige, was für euch wichtig ist. Ihr braucht auf jeden Fall das Pack an die Arbeit, sonst habt ihr eben dieses Krankenhaus nicht. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr das Pack nicht habt, aber ich glaube, dann funktioniert das Ganze nicht. Um jetzt hier im Krankenhaus eine Ultraschalluntersuchung machen zu können, müsst ihr erstmal einen Ultraschalltisch platzieren, wo er dann eben die Ultraschalluntersuchung überhaupt erstmal durchführen lassen kann. Damit ihr etwas bauen könnt, müsst ihr einen Sheet eingeben, und zwar BB Enable Free Build. Dann seht ihr, dass ihr auch ganz normal wie sonst auch in den Baumodus wechseln könnt. Und hier habt ihr jetzt eben ein paar Sachen, die für die Klinik eben bestimmt sind. Und da seht ihr auch bereits das Ultraschallgerät. Sollte das nicht so sein, könnt ihr hier in der Suche einfach Panda eingeben. Panda aus dem Grund, weil die Erstellerin oder der Ersteller, ich weiß es gerade nicht genau, von dieser Mod Panda Sama heißt. Und dann findet ihr hier eben auch das Ultraschallgerät. Die ganzen Sachen sind dann später für die Geburt relevant, aber da kommen wir ein anderes Mal zu. Ich räume jetzt einmal das Zimmer komplett leer und dann können wir hier einmal den Ultraschalltisch platzieren. Ihr könnt euch das Ganze natürlich wesentlich schöner einrichten, sodass ihr hier wirklich einen schönen Ultraschallraum habt. Aber für dieses Video, um euch das einmal kurz zu zeigen, lasse ich das jetzt einfach mal so, wie es ist, denn das ist ja alles, was, also es funktioniert ja.
So, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier eine Ultraschallpräferenz anzugeben. Eine Ultraschallpräferenz bedeutet in diesem Fall, dass ihr euch aussuchen könnt, ob ihr erfahrt, welches Geschlecht dieses Baby hat. Also wir bekommen jetzt hier die Frage, möchten Sie während der Ultraschalluntersuchung das Geschlecht Ihres Babys herausfinden? Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auch anklicken, nein, es soll eine Überraschung werden, wenn ihr euch lieber überraschen lassen wollt. Aber wir nehmen natürlich ja, bitte. Wir wollen auf jeden Fall erfahren, was Anja da in ihrem Bauch trägt. Und jetzt können wir hier die Ultraschalluntersuchung starten, können uns jetzt hier einen Arzt oder eine Ärztin aussuchen, die diese Ultraschalluntersuchung bei uns durchführt. Wir nehmen mal hier Ala Pi Opuni. Die soll mal unsere, oder er, ich weiß es gerade nicht, sie soll mal unsere Ultraschalluntersuchung hier durchführen und ich bin sehr gespannt, was da jetzt gleich rauskommt. Anja legt sich nämlich jetzt hier einmal auf diese Liege und wird dann jetzt eben eine Ultraschalluntersuchung bekommen. Dazu werden ihr tatsächlich sogar auch die Sachen so ausgezogen, dass sie eben dann hier den Bauch frei hat und dann kann unsere Ärztin hier einmal nachschauen, ob es dem Baby gut geht. Und wie ihr seht, es ist einfach so süß, dass man hier auf diesem Bildschirm tatsächlich sehen kann, dass da eben ein Baby ist. Das ist halt wirklich wie bei einer echten Ultraschalluntersuchung beim Arzt. Ich finde das so schön. Ich liebe das wirklich. Und ich mache das in meinen Let's Plays wirklich ganz regelmäßig. Die Leute, die meine Let's Plays gucken, wissen, dass ich das wirklich, wirklich immer mache. Und ich liebe es wirklich so sehr. Auch schon alleine, weil man dann eben weiß, was das Baby für ein Geschlecht hat und so. Und das weiß man ja normalerweise, wenn man ohne Mods spielt, eben nicht. Also dann ist es halt immer eine Überraschung. Es hat auch was. Also ihr könnt euch halt eben auch überraschen lassen, könnt trotzdem zum Ultraschall gehen, habt dann ein Ultraschallbild, aber könnt euch eben trotzdem überraschen lassen. Und das finde ich halt total schön, wenn man dann eben gar nicht wissen möchte, was das Baby für ein Geschlecht hat. Dann kann man eben das auswählen. So, die Ultraschalluntersuchung ist vorbei und wir erfahren jetzt, der Ultraschall zeigt, dass sie ein gesundes Mädchen erwarten. Anja bekommt eine kleine Tochter und das heißt, Anja und Deacon können jetzt so langsam auf Namenssuche gehen. Hier steht noch ein kleiner Text zu dem Baby. Das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Wenn ihr das selber mal spielt, dann könnt ihr das natürlich euch einmal alles in Ruhe durchlesen. Und wir sehen jetzt hier gerade eine Stimmungsschwankung, die mit der Relationship and Pregnancy Overhaul Mod kommt, die ich euch ja eben schon vorgestellt hatte. Das ist halt alles einfach so viel realistischer dadurch. Leute, ich liebe die Mods. Wirklich alle Mods, die ich euch hier vorstelle, liebe ich wirklich total. Ich baue die so gerne in mein Spiel ein und liebe es einfach so sehr, damit zu spielen. Wieder zurück zu Hause möchte ich euch jetzt mit unserer wütenden Anja einmal eine weitere Mod vorstellen, die ich wirklich total süß finde. Ich hatte sie eine Zeit lang nicht mehr in meinem Spiel, aber mittlerweile habe ich sie wieder und finde sie einfach total süß. Es geht um Grannys Kochbuch. Wenn ihr hier in der Suche einfach Grannys eingebt, dann bekommt ihr hier direkt schon den Vorschlag und könnt dann eben hier draufklicken und seht dann, dass es hier zwei Varianten von diesem Buch gibt mittlerweile. Also früher gab es nur diese Variante, die gab es ganz am Anfang schon im Spiel. Mittlerweile gibt es auch diese Variante. Es ist ganz egal, was ihr euch holt. Ihr könnt mit beiden das Gleiche machen. Es geht da rein um die Optik. Also wenn ihr lieber so ein offenes Buch haben wollt, dann könnt ihr euch eben das nehmen. Mittlerweile könnt ihr alle Rezepte in einem runterladen. Es war früher mal eine Zeit lang so, dass man jedes Rezept einzeln runterladen musste. Das ist jetzt nicht mehr so. Ihr könnt euch jetzt diese komplette Rezeptesammlung einmal in einem runterladen, was ich super praktisch finde. Ihr könnt jetzt nämlich hier auf Omas Rezepte klicken, weil ihr fragt euch jetzt gerade schon die ganze Zeit, warum stellt sie uns eine Kochmod vor? Ich stelle euch eine Kochmod vor, weil wir mit dieser Mod nämlich jetzt einen Kuchen für die Babyparty backen können. Wir wissen ja jetzt, dass Anja ein Mädchen erwartet und mit dieser Mod ist es jetzt tatsächlich möglich, so einen Babykuchen hier zu backen. Wenn ihr auf Gender Reveal Partys steht, dann ist das genau das Richtige für euch, weil mit diesem Kuchen könnt ihr jetzt eben hier einmal entweder mit pinker Füllung oder mit blauer Füllung euren Gästen mitteilen, welches Geschlecht das Baby im Bauch eurer Sims hat. Ihr braucht dafür Kochlevel 4, wundert euch also nicht, falls euch das Rezept nicht direkt angezeigt wird, dann liegt das einfach daran, dass euer Kochlevel noch nicht hoch genug ist. Das hatte ich, als ich mal ausprobiert hatte, so einen Kuchen zu backen und dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Das liegt daran, also ihr braucht Kochlevel 4. Ihr klickt einfach auf das Buch, ihr könnt aber auch, soweit ich weiß, einfach auf den Kühlschrank klicken und das Rezept auswählen und dann bereiten eure Sims einen super süßen Babykuchen vor. So, Anja ist fertig und stellt den Kuchen jetzt gerade hier einmal auf den Tisch. Dieser Kuchen ist einfach so, so süß, Leute, oder? Also das ist der perfekte Kuchen für jede Babyparty. Wenn ihr eine Babyparty feiert, vielleicht jetzt auch mit dem neuen Pack, dann braucht ihr unbedingt diesen Kuchen. Ich finde den wirklich richtig niedlich. Und wenn ihr den nämlich jetzt anschneidet, dann seht ihr tatsächlich, dass dieser Kuchen eine pinke Füllung hat. Damit könnt ihr dann eben allen Verwandten mitteilen, dass das Baby ein Mädchen wird. Also, wie gesagt, ich finde es wirklich richtig, richtig süß.
Eine weitere Mod, die ich euch vorstellen möchte, ist die MC Command Center Mod. Diese Mod, Leute, ist ultra umfangreich. Ihr könnt mit dieser Mod alles machen, also wirklich alles. Was wir jetzt allerdings mit dieser Mod nur machen wollen, ist alles, was mit der Schwangerschaft zu tun hat. Deswegen klicken wir jetzt hier auf MC Command Center. Wenn ihr Anja anklickt, also euren Sim anklickt und dann auf MC Command Center klickt, dann bekommt ihr ein ganz neues Menü. Zum MC Command Center Mod gibt es unzählige Videos auf YouTube. Also wenn ihr da genauer in die Tiefe euch informieren wollt, dann schaut da einfach mal bei YouTube nach. Aber jetzt hier, wie gesagt, möchte ich euch alles, was mit der Schwangerschaft zu tun hat, eben einmal kurz zeigen. Also das Wichtigste. Dafür müsst ihr hier einmal unter MC Pregnancy klicken und könnt dann nämlich jetzt zum Beispiel auch die Information erhalten, dass sie ein Mädchen bekommt, also dass sie ein Mädchen erwartet. Sie ist gerade im ersten Semester, boah, Jessica, sie ist gerade im ersten Trimester und ihr Partner ist eben Deacon. Das kann man hier auch sehen, weil je nachdem kommen ja auch mehrere Väter in Frage, dann ist es vielleicht nicht ganz schlecht, wenn man da mal nachschauen kann. Ihr könnt aber mit der Relationship and Pregnancy Overhaul Mod auch einen Vaterschaftstest machen, das habe ich gar nicht erwähnt, also das ist auch möglich. Ihr seht hier, wo sie wohnt und so weiter und so fort. Ihr könnt nämlich jetzt mit dieser Mod zum Beispiel auch das Schwangerschaftsstadium verändern. Also ihr könnt sogar jetzt cheaten, dass sie direkt schon in den Wehen ist. Ihr könnt hier nochmal neu einstellen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, wie viele sie von jedem Geschlecht eben bekommt. Dann könnt ihr hier genau die Anzahl der Nachkommen spezifizieren. Ihr könnt die Schwangerschaft auch beenden mit dieser Mod. Also dann hat sie auch, soweit ich weiß, keine Stimmung. Dann ist einfach die Schwangerschaft zu Ende. Wenn ihr mal ein Sim habt, wo diese Schwangerschaft so gar nicht geplant war und das Ganze auch überhaupt nicht in die Story passt, ist das vielleicht manchmal ganz sinnvoll. Ihr könntet hier jetzt zum Beispiel auch einen anderen Partner auswählen. Ihr könntet jetzt zum Beispiel sagen, dass Björn Björksen der Vater ist und nicht Deacon. Machen wir natürlich jetzt mal nicht, weil ich glaube, Deacon wäre sehr, sehr traurig dann. Und ihr könnt auch die Schwangerschaft pausieren. Das ist auch manchmal ganz gut, wenn ihr zum Beispiel mal in einem anderen Haushalt spielt und dann nicht wollt, dass gerade in dem Zeitraum eben das Baby zur Welt kommt, könnt ihr einfach hier diese Schwangerschaft pausieren und dann geht es eben erst weiter, wenn ihr dann die Schwangerschaft fortsetzt. Für die nächste Mod, die ich euch vorstellen will, müssen wir jetzt nämlich diese Mod einmal verwenden. Wir wollen nämlich jetzt ganz gerne, dass Anja ins dritte Trimester kommt. Sie braucht nämlich für die nächste Mod, die ich euch vorstellen möchte, einen dicken Babybauch. Im Grunde sind es zwei Mods, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Wir brauchen in beiden Fällen den Baumodus. Und zwar benötigen wir einmal die Full-Control-Kamera. Die findet ihr, wenn ihr einfach Full-Con, dann kommt schon der Vorschlag Full-Control-Kamera. Die brauchen wir einmal. Dann brauchen wir das Fashion-Studio-Fotostativ. Das allerdings mit dem, ich weiß gerade nicht, wie das Pack heißt, aber es kommt auf jeden Fall mit einem Pack. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung, wenn ihr da genauere Infos zu braucht. Falls ihr dieses Pack nämlich nicht habt, könnt ihr trotzdem die Kamera verwenden. Es gibt dieses Stativ nämlich auch als CC. Wie das Ganze dann funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen, da ich ja wie gesagt das Stativ habe und dementsprechend eben auch immer damit spiele. Mit dieser Mod können wir nämlich jetzt Fotos machen. Ihr sagt jetzt vielleicht, aber wir können doch auch mit dieser Fotokamera einfach Fotos machen. Ja, aber mit dieser Mod könnt ihr jetzt Fotos machen, ohne dass ein Sim am Auslöser stehen muss. Außerdem macht die Kamera einfach fantastische Fotos. Also ihr habt nie irgendwie so ein Gartenzwerg oder sowas im Hintergrund, was ich auch noch sehr praktisch finde. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum zeigt diese Frau uns einen Fotoapparat? Die Frau zeigt euch ein Fotoapparat, weil wir jetzt ein Babybauch-Fotoshooting machen wollen, Leute. Ein Babybauch-Fotoshooting. Ich liebe es so sehr. Ich mache es wirklich total gerne auch in meinen Videos. Ein Babybauch-Fotoshooting. Fotoshooting, einfach um sich nochmal an die Schwangerschaft erinnern zu können, das ganze Haus voll zu pflastern mit Schwangerschaftsfotos. Um das so zu machen, wie ich das immer mache, braucht ihr noch zwei weitere Mods. Die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Die will ich jetzt hier nicht extra nochmal aufführen. Die braucht ihr einfach nur, um diese Posen auszuführen. Und zwar braucht ihr einmal den Pose-Player und dann braucht ihr noch Teleport Any Sim. Damit könnt ihr eure Sims dann überall hin teleportieren, wie der Name schon sagt. Dafür gebt ihr einfach nur Teleport hier in der Suche ein. Dann wird euch hier dieser Ritter angezeigt. Diesen Ritter braucht ihr, den setzt ihr jetzt zweimal hier hin. Einmal für Anja, einmal für Deacon. Denn wir wollen jetzt gleich eine Pärchenpose machen. Und das funktioniert nämlich dann eben, indem wir sie beide ineinander stellen. Wir klicken hier auf Teleport a Sim hier. Wir könnten jetzt auch einen Sim hierher beschwören. Das würde auch gehen. Also wenn euer Sim gerade nicht auf dem Grundstück ist, könnt ihr ihn auch hierhin beschwören. Da kommt halt eine endlos lange Liste, weil ihr wirklich jeden einzelnen Sim beschwören könnt. Da müsst ihr dann erstmal euren Sim raussuchen. Aber bei Teleport Any Sim kommen nur die, die wirklich gerade in der Nähe sind. Und das sind gerade eine ganze Menge Leute. Aber wir wollen Anja und wir wollen Deacon hier einmal hin teleportieren. So, die beiden sehen jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Deacon sieht aus, als wäre er schwanger. Und Anja sieht aus, als hätte sie irgendwie braune Haare hier oben drauf. Das
Soll uns aber jetzt erstmal nicht stören. Jetzt kommt eben die weitere Mod, die wir jetzt brauchen, und zwar die Post-Player-Mod. Damit könnt ihr nämlich jetzt hier Pose by Pack klicken und dann habt ihr, wenn ihr euch entsprechende Posen runtergeladen habt, eine riesenlange Liste mit Posen. Also ich habe wirklich extrem viele. Davon könnt ihr euch dann eben eine Pose raussuchen oder beziehungsweise zwei. Ich suche mal eine raus, die jetzt gut passt. So, und zwar nehme ich jetzt einmal hier die Us3 Pose Pack. Und da haben wir nämlich jetzt mehrere Posen. Also es ist bei nicht allen Posen gleich, aber hier zum Beispiel bedeutet jetzt M Mann und also Male und F Female. So, das bedeutet, wir müssen jetzt für Deacon entsprechend Male auswählen und für Anya Female. So, wir sehen jetzt hier gerade, haben wir Deacon ausgewählt. Das heißt, wir klicken jetzt hier einmal M an. Wir können direkt auch schon M2, weil das ist dann die nächste Pose, M3, M4 und so weiter und so fort. Das gleiche machen wir dann eben mit Anya. Das ist nicht immer so ganz leicht, die Sims dann auszuwählen, weil sie halt so ineinander stehen. Nehmen hier wieder das gleiche Pose-Pack und nehmen jetzt aber eben Female. Ihr müsst natürlich die gleiche Reihenfolge dann eben anklicken, wie ihr das eben bei Deacon gemacht habt. Die beiden das dann eben auch synchron ausführen und nicht der eine die eine Pose macht und der andere die andere, dann passt es eben nicht mehr zusammen. So, ihr seht jetzt, dass die beiden jetzt hier eben in ihrer Aufgabenliste so ein paar Sachen drin haben. Das sind die Posen, die sie jetzt ausführen sollen. Wenn wir jetzt hier Play drücken, dann seht ihr, dass die beiden diese Pose einnehmen und ich finde das so schön. Wir können nämlich jetzt, also wir hätten ja jetzt zum Beispiel das Problem, wir haben keinen Sim im Haushalt, der eben den Auslöser bedienen könnte, der jetzt sagen kann, so, ich mache jetzt dieses Foto. Deswegen haben wir jetzt eben diese Mod. Mit dieser Mod können wir nämlich jetzt hier einfach Foto machen klicken und dann seht ihr bereits, wir können jetzt ein Foto machen. Das war jetzt nicht unbedingt der beste Winkel. Wir können natürlich jetzt hier auch ein bisschen zurückscrollen. Wir können näher ran und weiter weg und können dann eben von den beiden ein Fotoshooting machen, wie die beiden eben die Schwangerschaft genießen, sich auf ihr neues Baby freuen. Und ich finde das einfach wunderschön. So, das Babybau-Fotoshooting ist damit mehr oder weniger beendet. Aber was wäre ein Babybau-Fotoshooting, wenn wir am Ende nicht wunderschöne Bilder hätten, die wir dann eben später benutzen können? Wir können jetzt Deacon einmal hier die Kamera ins Inventar ziehen. Die kann er dann später weiterhin auch benutzen. Also ihr könnt die auch auf jedem anderen Grundstück eben benutzen, wenn ihr irgendwo schöne Fotos machen wollt von euren Sims. Also das ist wirklich eine meiner allerliebsten Lieblingsspots in jeglicher Hinsicht. Also nicht nur zum Thema Schwangerschaft. Ich wollte sie aber trotzdem jetzt hier aufführen, weil ich das einfach total schön finde, weil das einfach so ein erinnerungswürdiger Moment ist eben und ja, also das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Mod. Aber darüber hinaus möchte ich euch in diesem Kontext auch noch vorstellen, wie ihr diese Bilder dann eben auch wunderschön zur Geltung bringen könnt, indem ihr sie in eurem Haus eben platziert. Dafür müssen wir nochmal in den Baumodus. Ihr gebt hier RVSN in der Suche ein. Das bedeutet, also das steht für Ravasheen. Das ist quasi die Erstellerin oder der Ersteller von dieser Mod, beziehungsweise von ganz vielen Mods, die ich habe. Wir wollen jetzt aber die Mod, mit der wir Fotos uns an die Wand hängen können. Und zwar ganz besondere Fotos. Dafür müsst ihr jetzt einmal entweder diesen Flash Drive Photo Storage oder die Floppy Disk Photo Storage Dings hier ab. Auf euren Tisch legen. Ich nehme mal beides, damit ihr seht, dass es wirklich beides das gleiche ist. Das eine hatte ich schon hier platziert. Das ist einmal der Flash Drive Photo Storage und das hier ist Floppy Disk Photo Storage. Wenn ihr jetzt auf eins von beidem draufklickt, dann könnt ihr nämlich eben hier mit Fotostudio Create Photo GIFs machen und könnt damit eben Dinge herstellen. Beispielsweise könntet ihr jetzt einen Kalender machen. Also ihr könntet zum Beispiel einen Kalender jetzt eben aus einem Foto erstellen, das wir jetzt gerade hier gemacht haben. Ich habe das jetzt einfach mal angeklickt und wir ziehen den Kalender mal raus und dann sehen wir hier diesen Kalender mit diesem wunderschönen süßen Bild, auf dem Deacon den Babybauch küsst. Und das ist so süß, wirklich. Also ich finde das einfach eine richtig tolle Sache, wenn man so eben einfach die Fotos auch nochmal auf eine andere Art und Weise eben festhalten kann. Ihr müsst natürlich, achso, hier haben wir übrigens noch das Ultraschallbild, das kann ich euch auch gerade noch zeigen. Das kommt eben mit der Realistic Childbirth Mod, wo wir eben den Ultraschall gemacht haben. Wir könnten jetzt theoretisch auch nochmal zum Ultraschall gehen, denn jetzt ist Anja ja im dritten Trimester, dann würde das Ultraschallbild schon anders aussehen. Jetzt gerade sieht man ja nur ein ganz kleines Baby und jetzt im dritten Trimester würde man natürlich schon das ganze Baby sehen. So, aber wir waren ja bei den Bildern. Ihr könnt nämlich jetzt hier zum Beispiel auch einfach ein Polaroid-Foto herstellen aus einem Bild, was ihr gemacht habt. Ihr müsst da eben immer den Sim auswählen, der das Foto auch gemacht hat, beziehungsweise der die Fotos im Inventar hat, glaube ich. Da müsst ihr mal so ein bisschen ausprobieren und dann könnt ihr eben halt, wie gesagt, hier einfach ein Bild auswählen, das ihr
zu einem Polaroid machen wollt. Und dann könnt ihr das nämlich, mit der Mod kommt nämlich auch zum Beispiel diese Lichterkette hier. Ihr könnt das dann einfach hier dranhängen. Und dann habt ihr eben einfach so eine Lichterkette quasi mit euren selbstgemachten Fotos. Wenn ihr zum Beispiel Kinder in eurem Haushalt habt, dann können die Kinder da Fotos von ihren Freunden, von ihren Hobbys oder so dran kleben. Oder jetzt sind Anjas und Deacons Fall eben Fotos von der Schwangerschaft, Fotos von ihrem Urlaub oder so. Und dann habt ihr eben mehr Möglichkeiten, eure Fotos hier zu präsentieren. Ihr könnt die Fotos alternativ auch hier so als Postkarte quasi erstellen. Das heißt, ihr geht einmal auf das Format, was ihr haben wollt, nehmt das hier und zieht es euch zum Beispiel hier an so eine Pinnwand dran. Das geht auch. Also die Pinnwand kriegt ihr auch von Rubber Sheen. Es gibt aber auch eine Pinnwand direkt vom Spiel. Und das waren sie, alle meine allerliebsten Schwangerschaftsmods. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Mods bereits kanntet, ob ihr sie schon ausprobiert habt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Part wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.